ELV, kompetent in Elektronik. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei unserem heutigen Seminar von ELV. Ich begrüße alle Teilnehmer, heute mal in einer etwas anderen Position, nämlich Holger und ich. Wir sind getestet, wir sind genesen, alles durch und Corona erlaubt es uns. Wir sind wieder zusammen. Ja, ein Träumchen, oder? Ein Träumchen, kein virtuelles Bild, sondern wir können live für euch in den Heiligen Hallen, in meinen Heiligen Hallen, im TSC für euch ein Seminar abhalten. Und das wollen wir gerne machen und heute gleich zweimal. Also ihr könnt heute an zwei Seminaren von uns teilnehmen. Einmal im Cloud-Seminar, wo ihr euch jetzt befindet. Und danach machen wir gleich noch eins, nämlich in der CCU-Welt. Wer mag, kann sich sogar noch während des Seminars für das zweite Seminar anmelden, wer noch nicht dabei ist. Das ist noch möglich und dann seid auch da gerne noch dabei. Ja, wir haben viel Tolles mitgebracht. Erstmal, Holger, ich begrüße dich ganz herzlich. Ja, ich freue mich mal wieder hier im TSC zu sitzen. Wunderbar. Ja. In der Technik, ja. In der Technik heute. Ich habe auch noch jemanden im Off mitgebracht. Das ist der Markus. Der Markus wird alle eure Fragen beantworten. Also nutzt gerne die Fragenbox. Ich werde da auch nachher so ein bisschen reinschauen und dann gucken, ob ich die eine oder andere Frage hier mit reinnehme. Und ansonsten hoffe ich, dass wir wieder viele interessante Inhalte für euch rausgesucht haben. Zutritt zu Hause, mal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, das war am Anfang auch ein bisschen schwer greifbar. Wir haben nämlich nicht nur den DLD mitgebracht. Wir werden euch etwas über Garagentore erzählen. Wir nehmen ein bisschen was den Garagentor-Taster, BioAccess Pro. Wir schweifen mal zu DNT so ein bisschen ab. Ja. Wiegand Interface. Was ist überhaupt Wiegand? Werden wir ein bisschen was zu erzählen. Klingelsensoren, nämlich EQ3 hat eine kleine tolle Sache vergessen zu erwähnen in der App, nämlich wir haben von ELV auch einige Neuheiten für euch, nämlich einige unserer Bausätze wurden integriert und das wollen wir euch auch zeigen. Aber am besten gebe ich mal an Holger kurz weiter, der erzählt noch ein bisschen was zur Agenda. Ja, gerne. Also auch erstmal von mir natürlich wie üblich ein ganz, ganz herzliches Moin. Ihr könnt euch jederzeit hier im Seminar beteiligen. Thorsten hat es gerade noch nicht erwähnt, aber es gibt diese Fragenfunktion im GoToWebinar-Bedienpanel. Also wenn ihr irgendwas wissen wollt zu den Produkten, was wir hier zeigen, dann einfach drauf losschreiben. Der Kollege im Hintergrund, der ist fleißig dann am Beantworten. Aber wir werden uns sicherlich auch mal wieder die ein oder andere Frage hier live mit dazu dann holen und da ganz speziell nochmal drauf eingehen. So wäre der Plan, ja, genau. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal auf meinen Monitor schiele. Das soll nicht unhöflich wirken, aber ich schaue mir ein bisschen eure Fragen an. Ja, hier ist übrigens schon eine interessante reingetrudelt. Ich gucke gerade schon rein. Dürfen die Zuschauer das Studio genauer sehen? Schaut interessant aus. Ja, mal schauen, wenn wir nachher noch ein bisschen Luft haben. Vielleicht machen wir noch mal einen kleinen Rundgang durch meine Heiligen. Wir haben ja unsere mobile Kamera. Wir haben die mobile Kamera, genau. Gucken wir mal, was wir da so machen können. Ja, also Zutrittssteuerung ist heute das Thema. Und da würde ich sagen, gucken wir einfach mal in die Agenda hinein, was wir geplant haben für heute. Wir werden beginnen mit einer kleinen Produktvorstellung erstmal wieder. Ganz typisch, ganz klassisch. So beginnen wir ja in aller Regel, dass wir euch erstmal grundsätzlich unser Türschlossantrieb vorstellen. Das ist dieses Produkt hier, mit dem ihr eure Haustür dann smart öffnen könnt, verriegeln könnt. Und wir werden auch nochmal auf die dazugehörige Fernbedienung eingehen. Und einen Türkontakt können wir uns auch nochmal mit anschauen. Denn der lässt sich in der Zutrittssteuerung ja auch noch ganz nett mit einbinden. Absolut. Ja, dann werden wir euch Garagentortaster zeigen und die Garagentormodule, zumindest erstmal in der Produktvorstellung. Auf dem Papier sage ich immer gerne, ja, in der PowerPoint-Präsentation. Das Wiegand-Interface, das liegt ganz da vorne, ist, ich sag mal, ordentlich verdrahtet schon. Techniker kreativ, drücken wir uns mal so aus. Sehr kreativ, mit den Einspeisungen. Mit der Einspeisung ist so eine Sache, ja, aber funktioniert. Ja. Es sind auch nur 12 Volt. Es sind nur 12 Volt, ganz genau. Und Klingeltaster, die wollten wir euch auch gerne nochmal vorstellen. Genau. Bevor wir das Ganze dann in der App einrichten. Und Thorsten hat es ja gerade schon so schön gesagt, heute gibt es zwei getrennte Seminare, weil wir doch in der Vergangenheit festgestellt haben, das ist manchmal so ein bisschen gedrungen. Ne? Wenn man beides darstellen muss, CCU und Access Point, dann wechselt man eigentlich laufend hin und her. Diesmal machen wir es einfach in zwei Seminaren. Heute ausschließlich in dieser Runde erstmal die Cloud-Lösung und dann später die CCU. Genau. Ja. Und ich glaube, eine Sache ist mir selber vorhin so ein bisschen untergegangen, weil wir so eingegroovt sind über unsere ganzen Seminare, die wir schon gemacht haben. Ich habe gleich gesagt, wer ich bin. Mein Name ist nämlich Thorsten Bokhoff. Ich bin Leiter des Supports von der ELV Elektronik AG und ich habe Holger Ahrens mitgebracht als technischen Trainer von EQ3. Wir blenden das ja auch ein, aber auch das nochmal kurz, vielleicht, wer sind wir überhaupt, die beiden netten Herren,
die euch hier jetzt entsprechend etwas zeigen möchten. Genau. Genau. Viele von euch waren ja schon mit dabei. Absolut. Ja. Ja, also danach geht's ans Anlernen. Wir werden Türschlossantrieb mal mit euch gemeinsam in Betrieb nehmen. Wir werden dazu eine Fernbedienung auch anlernen. Mal schauen, wie kann man das beides miteinander verknüpfen. Und ich glaube, dann kommt mit der interessanteste Part, mit dem Wiegand-Interface. Ja. Wiegand-Interface und das DNT-Codeschloss, das werden wir mal hier in unserer Cloud-Lösung einrichten und dann Zutrittsberechtigungen erstellen, mit Verschlusszeiten arbeiten. Da gibt es dann auch noch ein Auto-Relock, was man einrichten kann. Gehen wir später darauf ein, was das genau bedeutet und das gesicherte Verriegeln. Ja, und dann wird es nochmal ganz interessant mit der Sprachsteuerung. Denn auch da, Thorsten ja gerade schon erwähnt, in der neuen App, in der aktualisierten App ist jetzt ja auch die Integration dieser Klingeltaster erfolgt. Und die könnt ihr in der Sprachsteuerung wunderbar mit einbinden. Und zwar als Türklingelersatz. Das heißt, alle eure Geräte, eure Alexas fangen dann an, als Türklingel zu interagieren. Man kann dann auch noch auswählen, welche das sein sollen, mit welcher Benachrichtigung auch abgespielt werden soll. Ist wirklich ein interessantes Thema, denke ich. Absolut. Ja, und dann haben wir natürlich wie üblich noch ein bisschen Zeit für Diskussion. Das, was euch noch interessiert, Fragen, die übrig geblieben sind, das werden wir dann ganz zum Schluss nochmal behandeln. So ist der Plan. Ja, beginnen wir mit der Produktvorstellung. Da haben wir hier erstmal grundlegende Geräte, nämlich Türschlossantrieb, Fernbedienung, Fensterkontakt. Damit ihr überhaupt eure Haustür irgendwie smart bekommt, ja, braucht ihr hier diesen Türschlossantrieb. Wolltest du vielleicht ein bisschen was zur Montage erzählen, Thorsten? Ja, gerne. Ja? Ja, hier kann man es bei unserem Schloss ja auch mal so ganz schön sehen. Im Endeffekt, man benötigt einen Schließzylinder, der einige Millimeter raussteht. Holger kann das ein bisschen filmen, nämlich dieser steht so richtig schön weit raus, damit wir das hier montieren können. Und auf der Rückseite haben wir eine Manschette, die können wir hier auch mal so ein bisschen zeigen. Und diese Manschette wird quasi um den herausstehenden Schließzylinder. Also ihr müsst euch das vorstellen, dieser Schließzylinder ragt also in das DLD im Endeffekt noch einige Millimeter weiter rein. Und was macht das DLD ganz einfach? Es dreht dann den eingesteckten Schlüssel. Das bedeutet, hier im Inneren des DLD steckt ein Schlüssel und der wird dann durch die Mechanik gedreht. Das kann ich hier im Endeffekt auch händisch tun. Also ich kann hier einfach drehen und jetzt dreht intern einen Mechanismus und der dreht den Schlüssel und das führt dann dazu, dass das Schloss öffnet und schließt. Also ich habe auch jederzeit eine Notbedienung, aber ihr könnt natürlich auch mit der Elektronik das Türschloss dann öffnen und schließen. Ja, also das ist erstmal das Grundlegende. Genau. Dann haben wir auch die Fernbedienung, die Schlüsselbund-Fernbedienung. Die Schlüsselbund-Fernbedienung ist immer eine schöne Ergänzung, finde ich. Gerade dann, wenn man nicht immer das Handy in die Hand nehmen möchte, App öffnen, Tür aufmachen, können wir ganz elegant über die Schlüsselbund-Fernbedienung machen. Und der Tür-Fenster-Kontakt, den müssen wir da vorne gleich noch eben aus unserer Kiste rausholen, den könnt ihr nutzen als sichere Ergänzung, nämlich um zu prüfen, ob beim Verriegeln der Tür über euren Türschlossantrieb tatsächlich auch die Tür zugezogen worden ist. Ja, damit ihr immer sicher seid, okay, die Tür ist wirklich in der Falle und kann jetzt verriegelt werden. Genau. Sonst gibt es eine Nachricht einfach an euch. Ja, das sind erstmal so die grundlegenden Produkte aus dem Bereich Zutritt, würde ich sie mal nennen. So, dann haben wir aber auch noch ein nächstes Thema und da bist du jetzt eher so ein bisschen am Zug, weil die Produkte konnte ich so schlecht hier mitnehmen. Das ist das Thema Garagentorsteuerung. Ja, wolltest du vielleicht selber ein bisschen was erzählen? Ja, genau. Also bei Garagentorsteuerung haben wir im Endeffekt drei Möglichkeiten, kann man so sagen. Also wir arbeiten bei ELV EQ3 mit zwei Partnerfirmen zusammen. Das ist einmal die große Firma Hörmann, die sollte den meisten bekannt sein. Und eher etwas kleiner, Firma Novofirm, macht aber auch viele, viele Tore in Deutschland. Das sind die beiden großen Firmen. Und die haben einen großen Vorteil, mit dem wir arbeiten können. Deren Garagentorantriebe haben eine eigene Elektronik, also einen eigenen Bus sogar. Und an den Bus können wir andocken. Das bedeutet, wir haben ein Modul für Novofirm und wir haben ein Modul für Hörmann. Was hat das für einen Vorteil? Wir können natürlich noch ein bisschen tiefer in die Steuerung eingreifen. Wir können nicht nur sagen, Tor auf, Tor zu, sondern wir können sagen, Tor auf, Tor zu, Lüftungsposition, Einschalten des Lichtes und wir bekommen eine Rückmeldung vom Tor, bin ich auf oder bin ich zu. Das sind natürlich eine Funktion, die uns ein einfacher Kontakt nicht liefern kann.
Für alle anderen Hersteller bieten wir die Möglichkeit, die man eigentlich grundsätzlich bei jedem Garagentor hat, nämlich die Ansteuerung über einen Taster. Jedes Garagentor, das mir auf dem Markt bekannt ist, hat die Möglichkeit, per einem ganz normalen klassischen Tasterimpuls gesteuert zu werden. Das bedeutet, die besseren Tore haben einen Tastimpuls für rauf und einen für runter. Jedes Tor hat im Endeffekt den Toggle-Impuls, bedeutet einmal Tasten rauf, während das Pferd Tasten stoppt. Wenn man oben angekommen ist und drückt wieder drauf, fährt es runter und während das Pferd immer stoppt. Das ist eine ganz normale Funktion. Das hat jedes Garagentor, auch die Hörmann-Tore und die Novofern-Tore haben das. Das ist eine ganz normale Funktion. Dafür haben wir den Garagentor-Taster. Das ist die dritte Variante. Also eine der drei Varianten könnte man nutzen. Am komfortabelsten natürlich Hörmann. Hörmann, Novofern, absolut. Wir können das nachher uns auch nochmal live, wenn wir es verknüpft haben, anschauen. Ich habe so einen Antrieb hier und dann kann Holger mal auf Lüftungsposition fahren. Das ist also eine sehr komfortable Funktion. Gerade wenn man im Winter das Auto feucht reinfährt, dann kann man einfach sagen, okay, das Garagentor fährt so weit auf, niemand kann eindringen, aber man kann jederzeit lüften. Man kann jederzeit das Auto trocknen. Genau. Klar. Wunderbar. Du, eine Frage ist in der Zwischenzeit noch gekommen. Da können wir vielleicht sogar direkt drauf eingehen. Ja, ne? Als wir nämlich die vorherige Folie hier offen hatten mit der Fernbedienung, kam die Frage auf, gibt es da verschiedene Fernbedienungen? Ja, und die gibt es ja tatsächlich. In der Tat. Ja, es gibt ja drei unterschiedliche Typen an Fernbedienungen. Wir haben einmal die Alarmfernbedienung, wir haben einmal die Zutrittsfernbedienung und wir haben noch eine Viertastenfernbedienung, die man relativ frei verknüpfen kann. Genau. Ja. Und jetzt sehe ich übrigens gerade, Thorsten, schau mal, was wir auf dem Tisch liegen haben. Die Falt. Ja. Soll es doch noch sein. Müssen wir uns auch noch mal aus dem Kopf holen. Ja, die holen wir uns gleich irgendwo raus. Ja. Ich denke, du hast bestimmt noch eine rumliegen. Ne? Ich könnte noch eine. Mal gucken. Ja, das ist nämlich genau der Hintergrund. Wenn ihr Zutritt machen wollt, dann benötigt ihr auch tatsächlich die Fernbedienung für Thema Zutritt. Wenn ihr Alarmfunktionen umsetzen wollt, dann empfehlen wir euch auch die Alarmfernbedienung zu nehmen, denn die Cloud-Lösung bietet ja immer diesen Vorteil der direkten Verbindungen der Geräte untereinander. Und gerade in der Alarmfunktion, ja, wird das über die Alarmfernbedienung realisiert. Die verbindet sich direkt mit der Sirene. Und bei der Zutrittssteuerung verbindet sich die Zutrittsfernbedienung als einzige auch direkt nur mit dem Türschlossantrieb oder mit einem Garagentor. Ja. Deswegen empfehlen wir euch da tatsächlich die passende Fernbedienung zu nehmen. Genau. Ja. Seit dem letzten Release ist es aber ja auch möglich, andere Dinge zu nutzen. Das sind ja die großen Vorteile. Ja. Da werden wir nämlich auch nochmal drauf gehen. Also ihr hört, im letzten Release hat sich einiges getan, also gerade im Thema Zutritt. Viel getan. Und deswegen war auch unsere Intention, gerade dieses Seminar jetzt kurz nach dem Release zu machen. Weißt du was, du brauchst gar nicht gleich die Fernbedienung raus. Wir nehmen die andere. Wir nehmen die hier. Oder wir nehmen den Sechsfachtaster. Wir nehmen einfach mal einen Taster dafür. Das ist eine ganz neue Funktion, die wir euch auch hier heute einfach mal vorstellen. Genau. Sehr schön. Ja, dann gehen wir weiter. Zutrittssteuerung. Jetzt kommt der richtig interessante Part. Absolut. Wiegand Interface. Ja. Ja, Wiegand, ich weiß gar nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber wie wollen wir es technisch schön umschreiben? Eine gesicherte Verbindung zwischen einem Code-Schloss, RFID. Also erstmal müssen wir nur sagen, dass Wiegand sich nicht EQ3 ausgedacht hat. Nein. Also Wiegand ist erstmal ein internationaler Standard, den diverse Codeschlösser am Markt sprechen. Und nicht nur Codeschlösser, auch Sprechanlagen, alles Mögliche nutzt den Wiegand-Bus. Was ist der Vorteil im Endeffekt vom Wiegand-Bus? Es ist im Endeffekt, dass man die Intelligenz von draußen nach drinnen verlegt. Also die Schaltung. Also wenn ihr ein normales Codeschloss nehmen würdet, also wir nehmen mal so ein Codeschloss, das ihr im asiatischen Raum zuhauf erwerben könnt. So drücke ich mich mal aus. Dann haben diese Codeschlösser eine nette Funktion. Man gibt draußen Code ein, es schließt ein Relais und die Tür fällt auf. Super Plan. Wir nehmen dieses Codeschloss, setzen den Kuhfuß an, reißen es von der Wand, drücken die zwei Drähte zusammen und das Tor fällt auf. Ja. Also keine tolle Lösung. Ja. Es wäre ja dann aber ja schlau, wenn wir diese Intelligenz drinne hätten. Also das heißt, die zwei Drähte, die wir zusammendrücken, sind im gesicherten Bereich und nach drinne geht nur eine Busleitung. Also ein dreiadriger oder vieradriger Bus im Endeffekt. Also draußen ist ein Lesegerät und drinnen ist ein Auswertegerät. Genau. Und das hat jetzt EQ3 gebaut. Im Endeffekt EQ3 hat ein Auswertegerät, ein Wiegand-Interface, das es auch von anderen Firmen gibt, die sprechen dann halt nur Nomatic. Ja. Und wir haben jetzt ein Auswertegerät Wiegand gebaut, das an alle möglichen Codeschlösser, die Wiegand sprechen, angebaut wird.
Richtig. Das liest quasi über die gesicherte Verbindung den Code aus, genau, erkennt, der Code wurde akzeptiert vom Codeschloss und gibt es dann per Funkbefehl einfach weiter an euren Türschlossantrieb oder aber auch an Garagentor. Völlig egal, gibt es ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten. Cool. Ihr könnt sogar ein Licht damit einschalten, spielt keine Rolle. Letztendlich, genau, gibt das Wiegand-Interface einfach nur die erkannte Karte, Fingerprint, Code, was auch immer, weiter über das Interface an die entsprechenden Funkprodukte. Genau, und ihr könnt im Wiegand-Interface im Endeffekt 20 Benutzer, die, ein Benutzer kann alles sein. Ein Benutzer kann eine Karte sein, ein Benutzer kann ein PIN sein, ein Benutzer kann ein Finger sein, ein Fingerprint sein. Das ist im Grunde genommen ganz egal. Also das, was das Wiegand-Interface in dem Moment liefert und angelernt wird, wird halt genommen. Und das ist halt der charmante Vorteil, gerade mit den BioAccess, was wir euch hier auch mitgebracht haben. Das BioAccess Pro unterstützt halt Fingerprint, PIN und RFID. Und ihr könnt alle drei diese Funktionen im Wiegand-Interface nutzen. Genau, wir haben hier auch nochmal auf der Folie noch ein anderes Interface, nicht anderes Interface, anderes Codeschloss dargestellt. Genau. Du bist ja nun der ELV-Experte, ich weiß nicht, welches Modell ist es? 2872 müsste es okay, sein. Okay, also ihr seht schon, das sind natürlich Codeschlösser, die kommen nicht von EQ3, von Homatic IP, das sind einfach irgendwelche Codeschlösser, die Wiegand-kompatibel sind. Genau. Und vielleicht habt ihr sogar schon eine Sprechstelle im Einsatz, die dieses Protokoll spricht. Das könntet ihr dann mit einbinden. Dieses linke Codeschloss kann halt RFID und Code euch liefern. Ist ein bisschen preiswerter als das BioAccess, aber auch ein sehr gutes Produkt. Ich darf sagen, ich habe selbst zu Hause. Also das, ich bin da sehr zufrieden mit. Ja. Und wir betreiben das ja schon ein bisschen länger. Wir betreiben das ja schon ein bisschen länger, in der Tat. Und nur jetzt ist es gerade auf Homatic umgebaut worden, auf Homatic IP umgebaut worden bei mir. Genau. Ja, beim Wiegand Interface, vielleicht für die ganz Technikinteressierten unter euch, gibt es auch noch einen Tastereingang. Könnt ihr eine Türklingel zum Beispiel dran anschließen. Und es ist noch ein Open Drain Ausgang vorhanden, falls man mal damit ein Relais ansprechen möchte, für einen Türschnapper beispielsweise. Genau. Ist alles mit in dem Gerät enthalten. Also ist wirklich sehr, sehr vielseitig. Genau, mit betrieben über 12 Volt. Das ist in der Regel auch die Betriebsspannung dieser Codeschlösser. Das heißt, man schließt es einfach parallel zum Codeschloss an. Also man muss keine große... Habe ich aber später auch eine schöne Skizze für. Schauen wir uns noch an. Schauen wir uns an. Ja? Perfekt. Gut. So, und jetzt kommt noch das Thema Türklingel. Ganz, ganz frisch mit dabei. Ja, ein Produkt dabei, das kommt nicht von ELV, das kommt auch nicht von EQ3, das ist nämlich Amazon Alexa. Haben viele von euch ja im Einsatz, nutzen das ja auch schon sehr intensiv mit den Produkten. Ihr wisst ja, vieles lässt sich per Sprache steuern. Jetzt könnt ihr auch Türklingeltaster, also diesen hier. Und was hast du da noch liegen, Thorsten? Die Schnittstelle Klingelsignalerkennung. Klingelsignalerkennung, so ist das Fachwort bei uns im Shop, genau. Im Endeffekt die Klingelsignalerkennung, kleines Produkt, wird mit Batterien betrieben und kann halt erkennen, ob eine Spannung an der Klingel anliegt oder ob auch ein Tastersignal geliefert wird. Ja. Also es kann entweder potenzialfrei oder potenzialbehaftet ausgewertet werden und beim normalen Klingeln, also man kann einfach das parallel zum normalen Klingeln, also einer ganz herkömmlichen Haustürklingel anschließen und das Klingeln selber führt dann dazu, dass dieses Produkt erkennt, es ist ein Befehl eingegangen und in dem Moment lässt es die Alexa-Welt oder die Google-Welt dann etwas für euch tun. Man kann damit Routinen arbeiten, also das kann sehr mannigfaltig sein. Also ihr könnt dann sogar sagen, ihr wollt begrüßt werden, ja, mein Herr und Gebieter, ich will willkommen zu Hause. Oder so sieht es doch bei dir aus. So sieht es doch jetzt aus, Zeiger. Genau, Spaß beiseite. Ja, ihr habt ja alle Möglichkeiten. Ne? Ich begrüße alle Besucher des Hauses Bockhoff. Also was ihr möchtet. Ihr könnt alle Dinge über Alexa tun. Entweder nehmt ihr vorgefertigte Töne oder ihr lasst auch wirklich individuell, ich habe auch gesehen, Alexa bietet auch die Möglichkeit zum Beispiel Weihnachtsklingel. Ja, stimmt. Zu Weihnachten dazu. Ja, habe ich auch ausprobiert tatsächlich. Hast du ausprobiert? Ja, habe ich schon ausprobiert. Ja, sehr schön. Also da geht einiges. Aber das geht ja auch noch viel simpler. Ich meine, vielleicht wollt ihr einfach nur eine Push-Nachricht bekommen. Sowas ist ja auch möglich. Richtig. Jemand ist an der Tür, klingelt und ihr bekommt eine Push-Nachricht einfach über die Homatic IP-App. Wirklich eine coole Sache. Und letztendlich unterscheiden sich eigentlich diese beiden Produkte, die Thorsten und ich jetzt in der Hand halten, nur dadurch, dass das hier ein Ersatz für eure bestehende Klingel ist. Genau. Das heißt, die alte Klingel ist dann halt nicht mehr in Betrieb. Richtig. Und Thorstens Produkt kann halt als Erweiterung gesehen werden. Genau. Die Türklingel. Die alte bleibt quasi in Betrieb und wird erweitert um Homatic IP. Absolut. Das ist der Unterschied. Ja. Genau, sehr schön. Also sucht euch das aus, was am besten passt. Genau. Und natürlich eine Amazon Alexa. Da kommen wir nicht drum rum. Ja.
Gut, dann wollen wir mal einmal kurz auf die nächste Folie gehen. Ich muss mal Thorsten einmal schnell einen Gefallen tun. Der wollte nämlich gerne mit einem zweiten PC hier noch Fragen von euch beantworten. Und da muss ich ihn einmal zum Organisator machen. So, das bist du jetzt, Thorsten. Perfekt, dann kannst du auch schon weitergehen. Super. So, das war auch eigentlich schon unsere kurze Produktvorstellung. Jetzt wollen wir wieder einrichten. Und ihr kennt das Spielchen ja schon aus den vorherigen Seminaren, ob es jetzt ELV oder EQ3 Seminare waren. Wir richten ja mal alles gerne live im Seminar ein. Deswegen habe ich hier auch für euch schon mal wieder den Bildschirminhalt von meinem Smartphone einmal ins Seminar gebracht. Im Hintergrund seht ihr das, was wir später anlernen. Einfach nochmal für euch, falls wir die Präsentation dann wieder verteilen, dann wisst ihr, was wir da gemacht haben. Auf jeden Fall. Ja? Gut, ja, womit wollen wir beginnen, Thorsten? Türschlossantrieb macht, glaube ich, Sinn, oder? Genau, vielleicht möchte ich kurz an der Stelle einen kleinen Einwurf reinhauen. Das Seminar findet ihr im Anschluss natürlich auch wieder auf unseren Kanälen, ELV-Webseite, YouTube und so weiter. Also alles, was wir hier erzählen werden, könnt ihr euch im Nachhinein auch nochmal anschauen. Ihr könnt Standbild machen und so weiter. Also da kein Problem. Das geht auch. In Ruhe nochmal durch. In Ruhe gerne nochmal anschauen und auch an Freunde und Familie verteilen. Ja, dann lass uns mit dem Anlernen beginnen. Also die App, die müsstet ihr ja eigentlich alle schon kennen. Wenn nicht, dann guckt einfach nochmal das ein oder andere Seminar euch an. Das haben wir schon öfter mal gezeigt. Wir lernen einfach mal direkt unseren Türschlossantrieb an. Magst du mal die Anlerntaste drücken, Thorsten? Wir haben an dem Gerät ja so eine kleine Anlerntaste, wie üblich. Und geht in den Anlernmodus und jetzt brauchen wir einmal den Code. Den findet ihr im Batteriefach oder aber auch auf dem mitgelieferten Aufkleber. Ja, Thorsten muss sich jetzt durchkämpfen. Ich habe ihm den Aufkleber nämlich nicht mitgebracht. Na, das ist echt nett, mein Freund. Ich habe das ja schon mal erzählt. 85A3 hätten wir gerne. A3. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich... früher in den Präsenzschulungen hatte ich mir mal eine Mappe fertig gemacht mit den ganzen QR-Code-Aufklebern. Hatte die dann ja schön abgeheftet im Ordner und für jedes Köfferchen, was da im Einsatz war, die Mappe fertig gemacht. Hast du liegen lassen? Nee, ich habe sie nicht liegen lassen. Ein Teilnehmer hat diese Mappe mitgenommen, weil er dachte, es wäre ein Werbematerial. Auch sehr schön. Ja, das waren die Originalaufkleber. Ja. Schade drum. So, okay, dann richten wir das Gerät mal ein. Piepst einmal kurz und dann kommt die Frage, ob das Gerät schon montiert ist. Wir haben euch das ja gerade schon mal so ein bisschen im Detailbild gezeigt. Wir haben es bereits installiert, ist auch kein Hexenwerk. Ja? Genau. Eben nur dran denken, Schließzylinder muss ungefähr einen Zentimeter überstehen. Ich glaube 0,8 geht auch noch, ne? Genau. Ja. Und der Zylinder sollte von innen und außen entkoppelt sein. Unbedingt, ja, weil innen steckt der Schlüssel, dann kommt ihr sonst von außen nicht mehr mit dem Schlüssel rein. Genau. Ganz, ganz wichtig. Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion nennt sich im Fachjargon und den sollte... jeder mittlerweile, ne? Ja. Ja. Gut, also wir haben das Gerät schon installiert. In welchem Raum wollen wir es denn einbauen? Flur macht Sinn, ne? Weiter. Ja, finde ich gut. Türschlossantrieb, Name des Gerätes. Schön. Wunderbar. Ja, und da muss ich noch die Türanschlagseite auswählen. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Ja, such dir mal was aus. Nee, lass mal schauen. Nee, das schnappt das so müsste ein... eigentlich Türanschlag rechts sein. Nee, links. Ich glaube rechts. Links, die schnappt ja so ein. Links. Hier ist die glatte Kante. Ja? Da ist die Tür. Ja? Links. Also Tür Schließrichtung links. Die andere, die haben das andere. Alles andere links. Das Bild brauchen wir. Dann ist doch rechts. Ja, ja. Das ist natürlich einfacher, wenn ihr eine richtige Tür habt und nicht wie wir hier einfach so. Ich finde das so schön. Wir machen es. Also Tür Schließrichtung rechts. Wollen wir hoffen, dass Forster sich nicht versehen hat. Ich denke, du hast recht, ja. Und ganz wichtig jetzt noch, Tür Klinke oder Tür Knauf? Wir haben Knauf. Ja, aber lass uns das vielleicht noch mal kurz erklären, warum das so wichtig ist. Wenn ihr Türklinke auswählt, ihr habt außen eine Türklinke, dann würde das Türschloss nicht öffnen. Also es würde entriegeln, aber nicht den Schnapper ziehen. Das heißt, man könnte dann draußen einfach die Klinke runterdrücken und die Tür aufmachen. Jetzt passiert das aber öfter mal, dass ihr eine Tür Knauf habt, aber trotzdem Türklinke auswählt und dann wundert ihr euch, warum ihr auf die Öffnen-Taste in der App drückt und es entriegelt zwar,
aber es geht nicht auf. Es öffnet sich die Tür einfach nicht. Deswegen bitte berücksichtigen, wenn ihr draußen keine Klinke habt, dann unbedingt Türknauf auswählen. Gut, wir haben keine, ne? Ich sehe keine. Ja, Schließposition muss man auch noch auswählen. Wie ist der Schlüssel eingesetzt? Also vertikal oder horizontal, das könnt ihr jetzt leider nicht mehr sehen, aber ich bestätige mal, dass das vertikal ist. Das war es früher mal. Und auch wie viele Umdrehungen sind notwendig, um einmal vollständig abzuschließen. Ja. Das ist bei den meisten Schlössern 2 Umdrehungen. Genau. Ja, aber das können die hier auch entsprechend anpassen. Ja, damit haben wir das Gerät grundsätzlich eingerichtet. Wie das in der App so üblich ist, folgen jetzt einige Assistenten, die mich so ein bisschen unterstützen wollen, was kann ich als nächstes tun? Zum Beispiel einen Schließzeitpunkt hinzufügen, aber das wollen wir euch alle später zeigen, deswegen überspringe ich das erstmal. Und schließt das Anlernen dieses Türschlossantriebs ab. Jetzt könnte man sich wundern, warum ich im Homescreen meiner App, ich mache hier oben mal einmal kurz, achso, kann ich ja gar nicht wegklicken, genau, warum ich im Homescreen im Flur noch keine Option finde zum Öffnen oder zum Verriegeln der Tür. Genau. Das hat mit den fehlenden Zutrittsberechtigungen zu tun. Lasst uns noch einen kleinen Moment warten, weil ich würde zuvor gerne noch ein weiteres Gerät anlernen. Ja. Ja, bevor wir mit den Berechtigungen rumspielen. Wir lernen den Taster dazu an. Eigentlich wollte ich gerne hier unsere Schlüsselbund-Fernbedienung, spielt aber keine Rolle. Können jetzt auch den Taster anlernen. Wieder auf Gerät anlernen gehen, Anlerntaste drücken. Was haben wir denn hier? Das war wieder die falsche Seite. 1A9E. So. Soll ich dir mal zu dir legen, Thorsten? Ja, sehr schön. Jetzt habe ich beides. Ja, dann warten wir ein Momentchen ab. Wählen auch hier wieder einen Raum für aus. Wir könnten jetzt. Wir bleiben mal beim Flur. Ja, wollen wir beim Flur? Wir bleiben beim Flur. Okay, beim Flur bleiben. Wunderbar. Wandtaster sechsfach, bleibt auch der Name dieses Tasters. Und dann könnt ihr festlegen, was auf den einzelnen Kanalpaaren passieren soll. Genau. Aber da können wir vielleicht auch noch mal kurz ausholen. Ne? Da hat sich ja auch was getan. Ja. Nicht in der letzten App-Version, die jetzt aktualisiert wurde, sondern die vorletzte App-Version. Da gab es noch mal eine Änderung. Ja, was können wir jetzt? Toggle-Modus. Auf einer Taste also auch ein- und ausschalten, auf zuschließen. Aber die Standardkonfiguration des Tasters ist erstmal grundsätzlich paarweise Verknüpfung. Und da bleiben wir, denke ich, auch bei, ne? Ich denke, ja. Ja. Dann wählen wir uns Taste 1 und 2 aus und können jetzt festlegen, möchte ich mit diesem Tastenpaar Heizungsfunktionen umsetzen? Nee, wollen wir heute nicht, haben wir gar nicht auf dem Plan. Wollen wir Lichter schalten, Aktoren schalten? Nö, eigentlich auch nicht, ne? Rollos haben wir auch nicht heute im Einsatz. Heute nicht. Wollen wir das Paniklicht aus dem Bereich Sicherheit einschalten? Nein, haben wir heute auch nicht auf dem Schirm. Könnte aber mal ein spannendes Seminar werden, ne? Thema Sicherheit. Sollten wir vielleicht nochmal auf dem Schirm behalten. Ja. Und heute, ja, da wollen wir euch Zutritt zeigen und deswegen nehmen wir den letzten Punkt. Fair bzw. entriegelt das Türschloss oder fährt das Garagentor hoch bzw. runter. So, damit haben wir jetzt auch diesen Taster vom Prinzip angelernt. Die anderen beiden Tastenpaare benötigen wir heute nicht. Die lassen wir außen vor. Einfach mit weiter anlernen beenden. Fertig. So, und wenn Thorsten jetzt mal auf den Taster drückt, dann stellen wir fest, da passiert rein gar nichts. Ja? Also hier an unserem Türschlossantrieb, da bewegt sich nichts. Ihr könntet das hier sehen an den Verriegelungsbolzen, da fährt nichts raus. Weil es eben noch keine Zutrittsberechtigungen gibt. Diese Zutrittsberechtigung, und dafür klicke ich jetzt mal weiter in der Präsentation, erzeugt man immer zwischen 2 oder mehr Geräten vom Prinzip. Genau. Aktuell ist es sogar so, dass wir noch nicht mal mit diesem Smartphone das Türschloss ansteuern können, weil es noch keine Zutrittsberechtigung zwischen Smartphone und Türschlossantrieb gibt. Ebenso noch keine Zutrittsberechtigung zwischen dem Taster und dem Türschlossantrieb. Und da zeigen wir euch jetzt mal, wie man diese eben einrichtet. Im Hintergrund später seht ihr dann in der Präsentation, wie man es Schritt für Schritt machen würde. Aber wir führen es ja jetzt heute live durch. Die App bringt euch eigentlich direkt den Vorschlag. Es gibt noch keine Zutrittsberechtigung
ein oder mehrere Türschlossantriebe sind nicht steuerbar. Ja, haben wir festgestellt. Auch angemerkt. So, wir können jetzt entweder dem Assistenten folgen, auf Details klicken, oder wir zeigen euch mal den längeren Weg, falls ihr nämlich später mal eine Zutrittsberechtigung auch verändern wollt oder löschen wollt. Klickt auf Mehr und dann findet ihr hier in unserem, ja, ich sag ja mal gerne Administrationsmenü dazu, ja, hier könnt ihr ja alle möglichen Einstellungen treffen, auch den Bereich Zutritt mit der Zutrittsberechtigung. Und genau die erzeugen wir uns jetzt mal. Plus drücken und dann sage ich, ich brauche eine Zutrittsberechtigung für zum Beispiel Thorsten. Ja. Tragen wir dort mal direkt deinen Namen ein. Weiter. Und der nächste Schritt ist, welche Türschlossantriebe darf Thorsten steuern? Ja, wir haben jetzt nur diesen einen, den findet er jetzt auch in der App, aber es könnten natürlich auch Vordertür, Hintertür, Seitentür oder was auch immer sein. Genau. Vielleicht möchte ich ihn aber auch nur durch die Vordertür reinlassen. Warum auch immer. Klicke ich diesen an. Weiter. Dann folgt die Auswahl der Geräte, von der der Zutritt gestattet wird. Das ist jetzt in unserem Fall einmal das Smartphone selbst, hier gekennzeichnet als Ahrens iPhone 7. Und es ist dein Taster. Und der taucht hier auch direkt auf mit Taste 1 und 2. iPhone Holger, ja, das ist noch ein weiteres Smartphone, das an dieser Installation hängt. Das ist nämlich hier meine mobile Kamera, da ist auch die App drauf, ist auch verknüpft. Aber dieses Smartphone soll keine Berechtigung erhalten. Richtig. Ist ja auch nicht deins. Nein. So, weiter. Ich meine, das ja auch nicht, aber... So, jetzt gibt es noch einen kleinen Hinweis. Bitte einmal die Systemtaste an den batteriebetriebenen Geräten betätigen. Das machen wir, um die neuen Konfigurationsdaten abzurufen. Okay, wunderbar. Und falls ihr mögt, könnt ihr nun noch eine PIN eingeben. Die ist dafür gedacht, damit jemand, der euer Smartphone jetzt zum Beispiel finden sollte, mit geöffneter Homatic-IP-App nicht einfach die Tür öffnen kann. Wenn ich in der App dann den Öffnen-Knopf drücke, muss noch eine entsprechende PIN mit eingegeben werden. Wollen wir das zeigen? Hau eine rein. Ja, aber die beste PIN, die man sich auswählen kann. 1, 2, 3, 4. Kommt keiner drauf. Gut, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, dieses Profil in der Zutrittszeit einzuschränken. Ja, da kommt wieder dieser Assistent ins Spiel, der mir sagt, du könntest das jetzt noch bearbeiten. Thorsten hat nicht den lieben langen Tag Zutritt, sondern vielleicht nur von 6 Uhr morgens bis 13 Uhr nachmittags. Ja. Könnten wir jetzt hier über das Zeitprofil hinzufügen? Ich glaube, ich habe da sogar Screenshots von gemacht. Genau, da seht ihr das schon. Aber auch hier gehen wir da einmal wieder in der App durch. Ich schiebe das mal hier oben hin. Ich glaube, das ist ganz angenehm. Dann hat man die Screenshots auch immer noch mit dabei. Aus. Zeitprofil bearbeiten. So, und aktuell ist dieses Zutrittsprofil quasi rund um die Uhr. Es ist diesem Zutrittsprofil rund um die Uhr möglich, das Haus zu betreten über diesen Türschlossantrieb. Wenn ihr das nicht wollt, Montag anklicken, anderen Zeitrahmen auswählen, fertig, sichern und dann kommt Thorsten halt nicht mehr die ganze Zeit ins Haus. Ja, fertig. Und damit ist diese Zutrittsberechtigung jetzt erzeugt worden. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, dieses Gerät zu steuern. Wolltest du mit deinem Taster beginnen? Oder? Ja, mach mal. Ich glaube, das kann man erkennen, oder? Sonst muss ich gleich noch mal hier... Sonst muss ich gleich die Kamera noch mal... Du musst deine Umdrehung ändern, Holger. Nee, ich glaube, dass du die Schließrichtung falsch gesetzt hast. Oh, das kann auch sein. Ja, ich glaube, nämlich ist es... Aber bin ich nicht ganz sicher. Aber wir konnten es gerade sehen. Drück mal auf die Endregelungstaste. Ah ja, sieht man das so. Ich mache das so ein bisschen so. Ah, doch, man sieht hinter meinem Finger. Ja, aber ihr seht, also wir können jetzt hier mit unserem Türschlossantrieb öffnen, also entriegeln und verriegeln. Genau. Aber da lässt sich auch noch was parametrieren. Wenn wir nämlich in diese Berechtigung mal reingehen, wo haben wir es denn? Nee, nicht in die Berechtigung, wir müssen in den Türschlossantrieb rein. Genau. Genau. In den Türschlossantrieb selbst hineingehen. Geräteübersicht, Türschlossantrieb. Dann finden wir hier noch die Möglichkeit, die Schließrichtung zu verändern. So, lass mal kurz überlegen, Thorsten. Das ist der Innenteil. Die Schließrichtung ist links.
Ja. Ja. Jetzt, wo du es sagst, will ich das auch so. Das, wenn das so rum gesehen ist, ja. Dreh es doch mal um. Ich drehe es jetzt mal um. Also Schließrichtung ist links. Ich glaube, das macht Sinn, weil das fällt ja so in die Ich schreibe das auch am Türrahmen. Edding Ja, nochmal drauf. das werden wir tun. Beim nächsten Mal schreiben müssen wir ein Edding drauf. Ja. Haben wir absichtlich falsch gemacht. Haben wir Wollten das absichtlich falsch zeigen. gemacht. Genau, richtig. So. Also wir können es jetzt über den Taster ansteuern. Ich halte wieder fest. Ja. Oder aber auch eben über die App. Jetzt seht ihr nämlich direkt im Homescreen auch hier die Möglichkeit zu verriegeln, zu entriegeln und zu öffnen. Ja, ich muss jetzt hier natürlich eine PIN eingeben, weil die haben wir ja gerade eingetragen dafür. Bestätigen. Könnt ihr übrigens auch mit FaceTime, mit FaceTime nicht, mit Face ID verknüpfen oder mit Touch ID verknüpfen. Falls ihr das nicht sehen könnt, dann sagt uns das bitte eben, weil dann würden. Aber es sitzt zu. Wolltest du Ist zuschließen? zu. Ja, ich müsste eigentlich zu sein. Ja, ich Mach mal bin. zu. Hast du zugemacht oder Jetzt auf? mache ich mal zu. Gucken wir mal. Wir hätten uns jetzt echt. Ist er jetzt am Anschlag? Ja. Ja, dann haben wir wahrscheinlich mit zwei Umdrehungen vielleicht ein bisschen zu Zwei viel. Umdrehungen ist zu Ja, viel. zwei ist Ändere wahrscheinlich bei das denen doch auch schon zu nochmal. Dann viel. haben wir das auch drin. Ja, Dann, wir wollen das Ding ja gehen noch wir nicht einmal machen. durch alles durch, ne? Warum denn auch nicht? So, Nächste. Umdrehungszahl machen wir nur eine, ja? Ja. Habe ich. Sehr gut. Wir hätten echt eine richtige Tür mitnehmen sollen, Hätten Thorsten. wir. Drück doch mal direkt auf die Taste und schau mal, ob er jetzt verriegelt oder entriegelt. Sie haben ja auch vorne am Das Gerät. Fährregeln. Oh, was meinst du? Ist falsch rum? Zum Rot, weil ich mache es mal öffnen. Jetzt macht er was falsch. Wenn ich öffnen drücke, passiert gar nichts. Der Schlüssel hat sich aber wohl nicht da drin verkantet. Ne? Kannst du noch manuell drehen? Ja. Ja, gut, okay. Schießrichtung haben wir aber richtig eingesetzt. Ich kann mal die andere Taste drücken. Das macht ja gar nichts mehr. Oder die Umdrehung sind viel zu wenig. Ich glaube nicht. Gucken wir nochmal. So, also nochmal zwei Umdrehungen. Ja, sind ja eigentlich auch zwei, ne? Du hast ja einmal manuell durchgedreht. Zwei Umdrehungen müsste passen. Da hat sich der Schlüssel doch verkantet. Ich mach mal, du kannst mal ein bisschen weiter Ja, erzählen. alles klar, okay. Gut, also Thorsten prüft das im Eimer, warum hier Die lustigen Geräusche kommen. die lustigen Geräusche kommen. Das sollte nämlich so nicht sein. Aber es macht auch nichts. Also wir sehen hier in der App jetzt die Möglichkeit, das Schloss zu öffnen, also zu entriegeln, zu verriegeln und auch die Falle zu ziehen. Das ist halt das Interessante, dass ihr vor der Tür steht und einfach mit einem Knopf die Tür aufschwingen lassen könnt. Ja, also sprich die Türfalle, das was ihr hier seht, dieser Bereich hier, der wird einfach gezogen und die Tür springt ein Stück auf. Müsst ihr aber eben darauf Acht geben, dass die Tür auch nicht zu verkantet im Rahmen sitzt. Richtig. Weil das ist öfter mal der Fall, dann bleibt die so ein bisschen hängen und dann fällt die Falle schon wieder zu und dann ist die Tür doch nicht auf. Gut. Thorsten, können wir uns später auch nochmal anschauen. Wir schauen Ja, es später. ist kein Problem. Ist ja nur ein Teil unserer Schulung heute. Lass uns erstmal weiterschauen. Nämlich mit der Wiegand-Schnittstelle. Absolut. Ja, die haben wir ja gerade auch schon angelernt, die Ja. Wiegand-Schnittstelle. Und die Wiegand-Schnittstelle hat aber ebenfalls noch keine Zutrittsberechtigung bekommen. Das bedeutet, wir müssen hier jetzt für die Schnittstelle, was ja angeschlossen ist an diesem Code-Schloss, erstmal irgendwie, ja, ich würde sagen, einen Code anlernen, oder? Macht als erstes, glaube ich, Sinn. Dass wir an unserem Wiegand-Interface erstmal irgendein RFID, nicht am Wiegand, sondern am Code-Schloss, entschuldigt, am Code-Schloss entweder so ein RFID-Transponder einscannt oder aber Fingerprint oder aber Code-Eingabe, alles möglich. Genau. Und dann muss das Gerät hier, das DNT, Code-Schloss, das Ganze weitergeben an das Wiegand-Interface und diesen Code, den ihr zuvor hier drin gespeichert habt, müssen wir einlesen über die Homatic IP-App. Das sollten wir tun. Das machen wir. Hier seht ihr übrigens nochmal die Übersichtszeichnung, wie das Gerät anzuschließen ist. Vom Prinzip benötigt, ich bin da echt nochmal Schritt für Schritt durchgegangen, eigentlich nur eine vieradrige Leitung von innen nach außen. Das ist ausreichend, um das Code-Schloss mit der Wiegand-Schnittstelle zu Ja, verbinden. ja. Ihr braucht nämlich einmal
natürlich die Versorgungsspannung hier für euer Code-Schloss, 12 Volt in diesem Fall. Das braucht auch das Wigand-Interface, deswegen könnt ihr euch das so schön hier abgreifen. Und ihr braucht die D0 und D1-Leitung. Das wäre dann nämlich der Bus für die Wigand-Kommunikation. Ja. Vieradrige Leitung, wenn ihr die habt, dann könnt ihr problemlos diese Kombination einsetzen. Gut. Ja, wie gehen wir jetzt vor? Wir gehen noch mal einmal in unsere App zurück. Und unter Mehr findet ihr auch in der Geräteübersicht das zuvor angelernte Wigand-Interface. Nee, haben wir noch gar nicht, ne? Sollten wir jetzt mal machen. Wir klicken auf Gerät anlernen. Und Thorsten, vielleicht magst du mal mit so einem kleinen Piekser da oben die Anlerntaste betätigen. Da ist einfach so ein kleiner Mikrotaster dran. Und dann müssen wir einmal die Seriennummer eingeben. Ich habe die echt nicht auf dem Schirm. 79B2. Und bestätigen. So, dann warten wir einen kleinen Moment ab, bis das Gerät sich wieder registriert hat. Sucht ihr euch irgendeinen hübschen Raum für aus. Sitzt irgendwo in der Technik, in der Verteilung, im Flur, wo auch immer. Ne? Es ist ja im Innenbereich. Bei euch. Genau. Nehmen wir Flur vielleicht in der Unterputzdose. Wigand-Schnittstelle, Name des Gerätes, perfekt. Und jetzt habt ihr hier in Summe 8 Benutzerkanäle zur Verfügung plus einen Output. Der Output ist eben dieser Open-Drain-Ausgang, mit dem ihr auch Türschnapper ansprechen könntet. Ja, weil ihr könnt natürlich auch über ein Relais direkt einen Türschnapper ansprechen. Dann braucht ihr nicht zwangsläufig den Türschlossantrieb. Ja? Also die Möglichkeit haben wir auch. Jetzt wählen wir uns einen dieser Benutzerkanäle aus. Und ich sage zum Beispiel, ich möchte mir einen Benutzer bauen für Thorsten. Thorsten kann per Fingerprint rein, Thorsten kann per Code rein, der kann auch per RFID beispielsweise rein und soll das mit all diesen Varianten können. Ich wähle Benutzerkanal 1 aus, sage zunächst einmal, dieser Kanal soll entweder in der Lage sein, Lichter zu schalten. Das könnte man nämlich auch nach Codeeingabe irgendeinen Aktor einschalten, Rollladen fahren, völlig egal. Er soll den Hüll- oder den Vollschutz aktivieren. Finde ich auch super cool, ne? Dass man die Alarmfunktion dann quasi per Code auch deaktivieren und aktivieren kann. Aber heute ist dann eher Zutritt ja das Thema. Ja. Mit Code-Eingabe oder Code oder Fingerprint oder RFID, das spielt dann später keine Rolle mehr, soll Thorsten in der Lage sein, Geräte aus dem Bereich Zutritt ansteuern zu können. Weiter. So. Wir nennen diesen Benutzerkanal dann auch einfach Benutzerkanal Thorsten. Und jetzt kommt eigentlich der spannende Part. Das Einlesen der Codes. Du hast uns hier was mitgebracht, ne? Ein RFID-Chip. Ich habe einen RFID-Chip mitgebracht. Ja, sehr schön. Der gute ELV, RFID-Chip. Genau. Wenn ich den jetzt hier mal vorhalte, dann gibt es ein Piep, Piep, Piep. Ist nicht erkannt. Nein. Gut. Weil wir diesen RFID-Chip noch gar nicht eingelesen haben im BioAccess Pro. Richtig. So, da gibt es natürlich ein Handbuch dazu, wo drin steht, wie man das macht. Aber mal ganz einfach formuliert, Mastercard, die dem Gerät beiliegt, einmal ranhalten. Dann den RFID-Chip davor halten und Mastercard nochmal davor halten. So können die Benutzer hinzufügen. Würde auch mit Code-Eingabe funktionieren. Mastercard, Code eingeben, Mastercard, fertig. Uns genügt hier jetzt tatsächlich ja dieser RFID-Chip. Genau. Witzigerweise hat mir das Wigand-Interface jetzt sogar schon zwischenzeitlich rausgeworfen. Achtung! Die Wigand-Schnittstelle hat festgestellt, dass mehrfach ein nicht erkannter RFID-Chip, den habe ich ja zweimal vorgehalten, ja, der nicht im System bekannt war, gescannt wurde und sperrt jetzt temporär diese Schnittstelle. Könnt ihr übrigens auch selber auswählen, für wie lange diese temporäre Sperre stattfinden soll. Ja? Also da habt ihr nochmal diesen Sicherheitsaspekt, finde ich auch super genial. Freut mich übrigens, dass das jetzt hier schon passiert ist tatsächlich. Ja, da haben wir auch, wir spielen ja so ein Seminar nicht durch, ne? Aber wir haben den jetzt einfach zweimal davor gehalten, ne? Er ist zweimal nicht erkannt worden. Und schon Fehlermeldung. Und dann gibt es tatsächlich direkt die Meldung, nee, die Wigand-Schnittstelle sagt, da gab es mehrere Fehleingaben. Da war mehrfach jemand den falschen Code am Eingeben oder mehrfach falsche Karte vorgehalten. Ich sperre den Zugang darüber erstmal.
So, jetzt haben wir diesen Chip eingelesen im BioAccess Pro. Das war Schritt 1. Ja, der sollte jetzt erkannt werden. Hat grün geleuchtet, ne? Ich sehe es von hier nicht. Hat es grün geleuchtet? Aber im Kamera wird das sichtbar, Holger. Ja, sieht man, ne? Ja, okay, sieht gut aus. Perfekt. So, die Wigand-Schnittstelle kennt diesen Code aber immer noch nicht. Mhm. Er ist noch nicht im Wigand-Interface. Er ist nur im BioAccess Pro. Und jetzt geht es darum, dass wir hier diesen Code einlesen. Und da klicken wir einfach auf Plus und müssen jetzt hier zum Beispiel sagen, das ist der Codename RFID. Wäre ganz cool, ne? Ja. RFID. Weil das ist ja erstmal grundsätzlich deine Zugangsberechtigung, Thorstens Zugangsberechtigung, aber jetzt für dich den RFID-Chip einlesen. Jetzt wartet die Wigand-Schnittstelle auf das Einlesen dieses RFID-Chips. Und schon wurde er erkannt. Und wir haben, wie ihr seht, RFID als ersten neuen Code hier eingelesen. Richtig. Das heißt aber wirklich wichtig, ihr müsst diesen Code, den RFID-Chip, den Fingerprint, zunächst einmal im Codeschloss selbst natürlich einlesen. Ja, da kann euch die Wigand-Schnittstelle nicht bei helfen. Ihr müsst erstmal direkt im Gerät selbst den Fingerprint über die Mastercard in diesem Fall. Bei anderen Codeschlössern mag das anders aussehen. Ne, wir können ja auch nicht jedes Codeschloss. Darüber müsst ihr es einlesen. Und dann bitte den Code nochmal einscannen in hier den Einstellungen, Geräteeinstellungen der Wigand-Schnittstelle. Genau. Und ich könnte dir jetzt zum Beispiel noch mit Plus eine zweite Möglichkeit schaffen, Code-Eingabe oder aber auch Fingerprint, muss das aber vorher im BioAccess Pro erstmal einprogrammieren. Richtig. Schön. Weiter. So, das war's. Damit haben wir jetzt auch die Wigand-Schnittstelle eingerichtet. Wir haben den ersten Benutzerkanal quasi konfiguriert. Ihr habt in Summe 8 Stück zur Verfügung. Das heißt für die Kinder, für mich, für dich, für wen auch immer, ja, für den ihr jetzt letztendlich gerade eine Zutrittsberechtigung schaffen wollt. Genau. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr beide, also es muss ja nicht Thorsten heißen, es könnte auch Eltern heißen, ja, ne? Ja, dann ja. Könnten natürlich auch Holger und seine Frau werden wahrscheinlich dieselben Zutrittsberechtigungen haben. Von 5 vor 12 bis Mittag. Genau. Und daher können natürlich diese beiden auf einen Benutzer gelegt werden. Also ihr müsst euch einfach einen Benutzer vorstellen, wie eine Fernbedienungstaste. Ja. Ihr habt 8 Fernbedienungstasten mit 8 Funktionen. Und diese 8 Funktionen könnt ihr mit 20 weiteren Funktionen belegen. Also jeweils. Also sozusagen immer, aber das Wigand-Interface selber kann halt 20 Stück verwalten. Ihr könnt auch Leute doppelt nehmen. Absolut. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, in dem Moment, wo Holger draußen den seinen RFID-Chip angelegt, läuft Benutzer 1 und Benutzer 2. Und Benutzer 2 ist das Licht. Ich habe eine schöne Idee, Thorsten. Bei der Wigand-Schnittstelle, wir nennen das Teil tatsächlich mal nicht Benutzerkanal Thorsten, sondern Schwiegereltern. Ja. Ja. Umbenennen, wir nennen das mal Benutzerkanal Schwiegereltern. Denn vielleicht sollen die Schwiegereltern ja nur zu einer ganz bestimmten Zeit ins Haus können. Ja, genau. Absolut, das können wir jetzt mal schön zeigen. Genau, so, wir haben jetzt für die Schwiegereltern quasi diesen RFID-Chip eingelesen. Genau. Und mit dem sollen sie zum Beispiel Garagentor öffnen können. Das wäre schön. Ja, falls sie mal ein Paket irgendwie ablegen müssen oder was auch immer. Lüftungsfunktion, rein zum Durchschieben. Nicht rein, ne? Nur drunter durchschieben. Ja. Verstehst du. So, dann müssten wir Folgendes tun. Thorsten war schon mal so nett und hat uns im Vorfeld hier das Hörmann-Modul mal eingerichtet. Genau. Ja, das haben wir schon mal angelernt. Ich mache aber mal einen kleinen Exkurs für alle, die es nicht so kennen. Ich zeige es gerne mal. Holger, es war ja so gewünscht, dass ich mal einen kleinen Exkurs durchgehe. Ja, muss man schauen, wie gut das funktioniert. Das ist ja so ein bisschen WLAN-abhängig. Wir haben hier, ne, wunderschöne Wände. Ja, wir sehen hier die ganzen Musterwände aus der Technik und da oben zum Beispiel jetzt auch so ein Antrieb einfach mal, den wir ausgestattet haben mit dem Hörmann-Modul und den werden wir dann gleich mal fahren lassen. Ja, man sieht, das ist jetzt allerdings ein bisschen pixelig, weil du dich von unserem WLAN-Router ein bisschen entfernt hast, aber jetzt sieht man es sehr schön, Thorsten. Da sieht man jetzt das angehängte Hörmann-Modul, das Thorsten quasi schon mal eingerichtet hat, angelernt hat. Und wir können ja jetzt mal schauen, ob ich das Hörmann-Modul von hier auch steuern kann. In welchem Raum hatten wir das denn, Thorsten? Garten, ne? Ja. So, wir haben jetzt nämlich hier 2 Möglichkeiten. Ist das Licht auch tatsächlich dran? Ja, denn dieses Hörmann-Modul steuert euch nicht nur das Tor an, sondern kann auch die Lichter vom Torantrieb einschalten. So, drücke ich mal drauf.
Na, da geht's Licht an, wie ihr sehen könnt. Und zack, dann gleich auch wieder aus. Und ich würde jetzt auch mal den Antrieb simulieren, Thorsten. Den Schlitten, den sieht man, ja? Ja, so, ich würde sagen, wir öffnen das Tor jetzt mal vollständig. Und dann könnt ihr sehen, wie der Schlitten quasi nach hinten fährt. Müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass da einfach ein Tor dranhängen würde. Ja. Wir können hier ja nicht ein ganzes Tor quasi unterbringen. Komme ich wieder zum Heulen. Sehr schön. Ja, so sieht es hier aus, ne? Bei dir so in der Technik. Sieht's hier aus, ja. So ja, für den aus. Einen oder anderen, der sich gewundert hat, warum war denn jetzt bei dem Einhörmann-Antrieb zwei Module? Ja, das ist so, Hörmann hat in seinen älteren Antrieben eine andere Bustechnologie als in den neueren Antrieben. Und daher braucht man bei den neueren Antrieben ein Koppelmodul. Und dieses Koppelmodul bieten wir auch an im Zubehör. Schaut immer in die Kompatibilitätsliste. Entweder steht da, ob dieses Modul mit dazu gekauft werden muss oder nicht. Vielleicht hat euer Antrieb das auch schon. Das solltet ihr auf jeden Fall dann einmal prüfen. Es gibt aber eine Kompatibilitätsliste, wo ihr genau nachschauen könnt. Ja, und jetzt würde ich sagen, verknüpfen wir einfach mal unser Wiegand-Interface mit dem Garagentor. Mit dem Garagentor. Geht ja genauso. Ist genau. Auch im Thema Zutritt. Wir gehen auf mehr. Zutrittsberechtigung. So ist es. Und in diesem Fall würde ich jetzt natürlich eine neue bauen. Ich würde eine Berechtigung für Schwiegereltern bauen. Richtig, ja. Also, kann natürlich auch jeder andere sein. Wir wollen hier nicht auf den Schwiegereltern rumhacken. So, nennen wir es mal Schwiegereltern. Okay, dann weiter. Jetzt auswählen, welche Tore geöffnet werden können. Ja, Thorsten, warum kriege ich denn jetzt hier den Türschlossantrieb angezeigt? Weil du den Zutritt zugewiesen hast. Ja, aber wir müssen ja tatsächlich woanders rein, ne? Wir brauchen in diesem Fall eine Gruppe. Genau. Die Zutrittsberechtigung, die wir hier erstellen, die ist für Türschlossantriebe gedacht. Und wenn wir Garagentore ansteuern wollen, dann müsste da eine Gruppe bauen. Ja. Ja. Eine Garagentorgruppe. So, bei dieser Garagentorgruppe, wir nennen sie jetzt einfach mal Test, wir wollen ja auch nicht so viel Zeit hier verplempern, wählen wir den Torantrieb aus, den Thorsten ja schon zuvor angemeldet hatte, mit Hörmann als Namen. Und wir wählen im nächsten Schritt jetzt zum Steuern den Benutzerkanal Schwiegereltern aus. Zack. Weiter. So, und damit können wir jetzt quasi über das Wiegand-Interface gleich den Schlitten fahren lassen. Kriegen wir das irgendwie gezeigt, Thorsten? Was meinst du? Ich müsste mich dann wieder mal bewegen. Also, genau, die Kamera nimmt ja mich hier mit dem Chip auf. Ja. Zwei Gerätezuordnung bedeutet einfach, wir haben in dieser Gruppe einmal den Wiegand-Interface-Benutzerkanal und hier den Torantrieb. So, ich hole mal einmal die Kamera wieder mit dazu, wunderbar. Und die Aktion bei Betätigung lautet hier, rauf und runter im Wechsel. So steht es in der App. Ich schiebe das mal hier ein bisschen vor euch rüber, da seht ihr es nochmal. Rauf und runter im Wechsel. Kann man aber alles ändern, zeige ich euch gleich nochmal. Ich scanne den Chip ein und schon setzt sich hier der Schlitten bei Thorsten in Bewegung. Das geht wirklich rasend schnell über das Wiegand-Interface. Und jetzt ist er quasi in der unteren Position angekommen, komplett geschlossen. Wieder einmal drauf. Und jetzt fährt er die vollständig geöffnete Position an. Ihr könntet aber auch genauso sagen, nein, in dieser Gruppe, in dieser Garagentorgruppe, die wir jetzt gebaut haben, möchte ich nicht Rauf, Stopp, runter im Wechsel haben, sondern vielleicht nur das Garagentor öffnen, vielleicht nur das Garagentor schließen oder, was du ja gerade schon sagst, die Lüftungsposition, genau, ansteuern. Ja, dann würde er halt, ich weiß nicht, 20% öffnen, ist über einen dicken Daumen. Genau. Ja. Das kann durchaus natürlich auch interessant sein, wenn ihr willig wäre, nehmen jetzt mal ein praktisches Beispiel, sind nicht die Schwiegereltern, sondern der Amazon-Bote. Ja. Und ihr sagt dem Amazon-Boten, hallo, du gibst bitte Code 2713 ein und in dem Moment geht das Tor auf Lüften. Ja. Dann kann er sein Paket durchschieben, gibt wieder 2713 ein und das Tor fährt zu.
Das ist überhaupt kein Problem. Man kann das realisieren. Ja. Und er kommt definitiv, es geht so hoch. Ein Paket passt durch, aber er nicht. Ich sehe schon den Postboten mit 200 von den RFID-Chips rumlaufen. Ja, wir können ja einen Code nehmen heute. Wir nehmen den Code. Wir nehmen den Code. Dann standardisierten, oder was? Ja. Nee, nee. Ja, aber ihr seht, also da gibt es wirklich tolle Möglichkeiten mit der Wiegand-Schnittstelle. Absolut. Falls ihr Verknüpfung mit Garagentor-Tastern, Garagentor-Modulen machen wollt, dann ist es halt eine sogenannte Gruppe. Wenn ihr Verknüpfung bauen wollt zu Türschlossantrieben, dann müsstet ihr das über mehr in der Zutrittsberechtigung machen. Genau. Ja, super. Haben wir euch hier auch nochmal zusammengefasst, Schritt für Schritt anlernen und zuweisen. Zutrittsberechtigung haben wir hier auch einmal. Ich meine, ich kann das ja nochmal zeigen mit dem Türschlossantrieb. Die Zeit haben wir ja, Thorsten. Ne? Soweit hängt sie uns ja nicht im Nacken. Falls ihr jetzt zum Beispiel diesen Code, den wir gerade eingescannt haben, auch noch zusätzlich für die Haustür nutzen wollt, dann gehen wir in die Zutrittsberechtigung rein. Nehmen wir einfach die von Thorsten, die schon da ist. Zack, einmal anklicken und dann würde ich sagen, noch eine weitere Gerätezuordnung treffen. Und dann könnte ich hier zum Beispiel den Benutzerkanal Schwiegereltern, na, der ist schon vergeben, müssten wir noch einen zweiten einscannen. Müssten wir einen zweiten einscannen, könntet ihr hier dann auch auswählen oder ich müsste ihn halt aus der Garagentor-Gruppe erstmal wieder rausholen. Ja, genau. Macht ja auch keinen Sinn, ne, dass wir jetzt mit einem Chip quasi das alles Tor öffnen und den Türschlossantrieb aufmachen. Genau. Den müsstet ihr dann aus einer Gruppe rausholen und dann hier hinzufügen. Oder ihr baut euch einfach einen zweiten Benutzerkanal wieder mit irgendeinem anderen RFID-Chip und können dann quasi damit... Wie ich schon sagte, man kann einen Benutzer für Garagentor nutzen, einen Benutzer für DLD, wie ihr möchtet. Das könnt ihr bauen und verknüpfen. Da sind der Kreativität wenig Grenzen gesetzt. Was nutzt du denn jetzt an deinem BioAccess zu Hause? Code oder RFID? Ich bin der RFID-Freund. Ehrlich, ja? Oh, ich liebe ja Fingerabdrücke, ne? Ich finde das so cool. Nein, also wir haben zu Hause alles. Also ich hatte auch schon vorher alles. Und bei uns hat sich in der Tat der RFID-Chip noch als ganz klassisches Mittel durchgesetzt, weil es einfach super schnell geht. Man hat es ja vorhin gesehen, zack, dran, fertig. Ja. Wobei, du könntest ja einfach mal spaßeshalber einen Finger anlernen. Wir können ja mal deiner Benutzerberechtigung jetzt noch deinen Finger hinzufügen. Mein Finger hinzufügen. Machen wir das. Zeigen wir es einfach mal ganz schnell, wie flott man einen Finger dran Aber hat. Erstmal müssen wir den hier drin speichern, ne? Richtig. Ja, ich halte mal Karte drauf, du legst mal deinen Finger drauf. Ich glaube, dreimal muss es sein. Eins, zwei, drei und wieder einmal die Mastercard. Und jetzt das war's schon. Gespeichert. Aber ist noch nicht im Wiegand-Interface. Ne? Das heißt, das Tor geht jetzt nicht auf. Genau, wir zeigen es gerne mal. Wow. Ich halte meinen Finger drauf. Ihr seht super schnelle Reaktionen, sofort grün. Ja, aber er meldet mir auch gleich Fehler, Wiegand-Schnittstelle, falsche Codeeingabe. Warum? Ne? Weil das Wiegand-Interface deinen Finger noch nicht kennt. Korrekt. So, und das müssten wir dann einfach wieder übernehmen. Wir gehen dafür in das Wiegand-Interface, Wiegand-Schnittstelle und Wiegand-Code-Management. Genau. So, und da würden wir jetzt einfach sagen, plus, wir brauchen noch einen neuen, nämlich Finger-Thorsten. Finger. Weiter. Das Schöne ist, Holger schreibt ja immer nur Finger. Ihr könnt auch dort immer natürlich schreiben, was ist es? Finger, Thorsten, rechts. Na, also was ihr wollt, der Name ist dann frei vergebbar. Das ist halt eben sehr schön. Scannen wir einmal ein, das Interface wartet. Hat er jetzt schon erkannt, geht super schnell. Ne? Jetzt haben wir einmal Finger und wir haben RFID-Card. Und wir sehen auch bereits in der App, die RFID-Card wurde der Benutzerberechtigung Schwiegereltern zugewiesen. Dein Finger hat noch keine Benutzerberechtigungszuweisung. Das heißt, im Moment empfängt das Wiegand-Interface zwar dein Fingerprint, aber stellt damit noch nichts an. Richtig. Den müssten wir dann vielleicht mit in den Benutzerkanal Schwiegereltern einfach mit einfügen. Verknüpfte Wiegand-Codes. Dann nehmen wir deinen Finger noch mit dazu. Ja. Ja, und jetzt könnten wir über Fingerprint und auch über RFID-Chip unser Garagentor öffnen. Sollte jetzt schon gehen. Soll ich mal ausprobieren? Ich kann es nicht ausprobieren, du musst es ausprobieren. Kann man den Schlitten. Achso, warte, wir sind ja. Das Licht ist angegangen, Holger. Achso, du hast das Licht, es fährt aber, das Licht ist angegangen. Ja, das Licht ist angegangen. Genau.
Ja, also es ist halt auch spannend für euch, wenn der ein oder andere hat ja auch vielleicht eine Ferienwohnung und ihr könntet da ja zum Beispiel auch sagen, komm her, ich mache mir mal 7 Codes. Ich bin jetzt mal da, ich mache mir mal 7 Codes fertig in meinem Vigant, in meinem BioAccess und hinterlege die und nehme dann diese 7 Codes und packe sie mir auch in meine Vigant-Interface. Oder ich nehme 10 Codes sozusagen. Und wenn ich dann Besucher habe, dann gehe ich einfach in meine App und sage, okay, heute ist der Code 2358 aktiv, genau. Alle anderen Codes sind nicht aktiv, ja. Und ich kann die super schnell aktiv schreiben und inaktiv schreiben, weil ihr könnt einfach in die Benutzerverwaltung reingehen und sagen, heute ist dieser Code aktiv und morgen nicht mehr. Genau, hier einfach die verknüpften Vegan-Codes abwählen oder anwählen. Richtig, genau. Und so könnt ihr die einfach Benutzergästen sagen, okay, nimmt mit dir diesen Code und irgendwann müsst ihr dann einmal mal sagen, okay, ich lösche den Code wieder raus und nehme einen anderen Code. Das ist genau. Kein Problem. Ja, ist echt eine coole Sache. Ne? Also da lässt sich schon viel. Da lässt sich viele interessante Dinge halt mit tun. Und das Ganze könnt ihr halt machen, ohne dorthin zu fahren. Also ihr könnt einfach sagen, heute diese Woche ist der Code aktiv, nächste Woche ist der Code aktiv. Ja, hier seht ihr übrigens auch nochmal im Menü der Vegan-Schnittstelle die Fehleingaben bis zur temporären Sperre. Die könnt ihr festlegen. Und es gibt auch noch Fehleingaben bis zur permanenten Sperre. Diese temporäre sorgt ja einfach nur dafür, dass ihr nicht innerhalb von einer Minute 5 verschiedene Codes ausprobieren könnt. Genau. Die permanente Sperre würde sogar dafür sorgen, dass das Gerät irgendwann sagt, nee, jetzt akzeptiere ich gar keinen Vegan-Code mehr. Ja. Da kann am Code-Schloss passieren, was wolle. Es muss dann erstmal wieder freigeschaltet werden über die Homatic IP-App. Da bekommt ihr quasi so eine rote Alarmmeldung hier oben. War sie rot? Ich weiß es gar nicht mehr. Rot oder zumindest ein Infotext bekommt ihr in diesem Bereich hier oben, wo drin steht, dass die Vegan-Schnittstelle permanent gesperrt ist und manuell entsperrt werden muss über die App. Genau. Klasse. Hast du denn so die eine oder andere Frage, Thorsten, die wir vielleicht mal beantworten können dazu? Also ihr seht, das ist natürlich schon ein etwas komplexeres Thema. Ne? Man braucht so ein Code-Schloss, das vegan-fähig ist. Man braucht die Vegan-Schnittstelle und natürlich dann auch irgendeine Art von Finger, von Code oder von RFID-Chip. Und das Einlesen erfolgt dann über die Homatic IP-App und das Zuweisen zu einer entsprechenden Berechtigung ebenso. Es gab noch eine Frage, die mir zugewiesen wurde. Ja. Das ist die Frage gewesen, wenn ich jetzt einen 6-fach-Taster hätte, könnte ich jetzt nicht öffnen, schließen und Falle ziehen. Wollen wir mal schauen? Man müsste dann eine 3. Taste nehmen. Wir können mal gucken. Lass uns den Taster doch, ja, also wir sind jetzt hier auch. Das machen wir jetzt ganz spontan mal. Wir gucken uns das einfach mal an. Die Frage kam aus dem Fragebox. Wir können ja bei diesem Taster nicht nur paarweise verknüpfen, wir können auch Einzeltaster verknüpfen. Genau. Dafür müsst ihr Folgendes tun. Ihr müsst in die Geräteübersicht des Wandtasters hineingehen und dann findet ihr hier den Punkt Konfiguration, Tastenpaare oder Einzeltaster. Jetzt werdet ihr gleich feststellen, ich kann das im Moment nicht ändern, weil wir nämlich schon auf einem Tasterpaar eine Gruppe erzeugt haben. Genau. Ich müsste diese Gruppe jetzt quasi erstmal löschen, die Zuweisung für diesen Kanal löschen. Und jetzt kann ich die Konfiguration auf Einzeltasten ändern. Genau, so. Dann habt ihr in diesem Fall jetzt im Endeffekt 6 Einzeltasten, die ihr frei belegen könnt und im Toggle-Modus betreibt. Toggeln bedeutet immer, wenn wir jetzt in die Lichtfunktion einfach mal gehen, da kann man es am leichtesten erklären, einmal drücken, schaltet das Licht ein. Beim zweiten Mal drücken, schaltet das Licht aus. Muss aber nicht. Du kannst auch sagen, die Taste soll nur einschalten. Genau, das auch das. Ja, dann wäre es kein Toggle. Dann wäre es kein Toggle. Ne? Ja, genau, okay. Richtig. Ne? So, jetzt gehen wir einfach mal in Taste 1, Zuordnung. Was wollten wir machen? Zutritt, ne? Zutritt. Zutritt wollen wir machen? Zutritt. Die Taste 1 soll Zutritt machen. So, jetzt zum Menüpunkt Zutrittsberechtigung springen. Dann würde ich deiner Zutrittsberechtigung diesen Taster zuweisen. Ja. Taste 1, fertig. Einmal bitte die Daten übertragen. Okay. So, und jetzt seht ihr hier unten, kommt so ein neuer Punkt plötzlich zum Vorschein. Aktion bei Betätigung. Was soll passieren, wenn Thorsten die erste Taste auf dem Wandtaster betätigt? Und das ist momentan, wir klicken mal rein, Toggle-Modus, ja, wie du auch schon so gesagt hast. Es ist im Wechseln, Öffnen, Entriegeln und Verriegeln. Dann könnten wir aber auch sagen, nur verriegeln. Wir könnten sagen, nur entriegeln. Oder wir könnten sagen, ziehen des Schnappers, öffnen der Tür. Da gibt es also mehrere Möglichkeiten. Genau, aber wenn ich jetzt wirklich alle 3 Funktionen haben wollte, bräuchte ich 3 Tasten. Ja. In der Tat. Dann brauche ich 3 Tasten.
Ja. Genau. Ich hoffe, wir konnten die Frage damit klären. Ja. Also man müsste drei Tasten definieren. Schließen schließen, öffnen, Falle ziehen. Oder man könnte sagen, schließen, Falle ziehen. Ja. Das wäre dann die Frage, was benötigt wird. Aber im Extremfall, wenn ich alle drei Funktionen haben möchte, bräuchte ich beim Sechsfachtaster drei Tasten. Ich könnte sie irgendwie auch untereinander machen, dann ist alles schon untereinander. Ja. Wenn das nicht kreuz und quer, wie ich es eben gezeigt habe. Aber wir brauchen auf jeden Fall drei Tasten. Wir können uns aber natürlich auch einer kleinen Hilfe eine Funktion zur Hilfe nehmen. Kommt nämlich jetzt, glaube ich, auch schon im nächsten Part unserer Schulung. Das ist Verschlusszeiten, Auto-Relock und gesichertes Verriegeln. Das Thema Auto-Relock könnte uns da helfen. Dann brauche ich nämlich nicht unbedingt nochmal eine Taste zum Verriegeln wählen. Mhm. Um es mal kurz zu erklären. Es gibt eine Funktion, die nennt sich Auto-Relock. Und immer, wenn ihr die Tür entriegelt, innerhalb eines bestimmten Zeitbereiches, wird sie nach einer bestimmten Zeit, die ihr auch festlegen könnt, selbstständig wieder verriegelt. So könnte man sich fast die Verriegeln-Taste sparen. Da würde mir Entriegeln und Öffnen genügen. Ja. Ja? So, lass uns da mal einen Blick reinwerfen. Wo finden wir diese Funktionen? Wir finden sie direkt in der Geräteübersicht im Türschlossantrieb selbst. Also einmal die App öffnen, Türschlossantrieb, und dann findet ihr hier zum einen die Schließzeitpunkte. Schließzeitpunkte bedeutet einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ihr seht es da hinten im Hintergrund hier noch in der Präsentation, wird die Tür automatisch verriegelt. Das machen wir abends typischerweise. Ja. Ne? Irgendwie um 23, 23.30 Uhr einfach Tür abschließen, brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern. Genau. Können ja auch sagen, das sollen alle Türen machen, nicht nur die eine, je nachdem, wie viele Türschlossantriebe ihr im Einsatz habt. Genau. Dann haben wir die nächste Funktion. Schließzeitpunkte war jetzt Punkt 1. Auto-Relock, was ich gerade schon ansprach. Nach dem Entriegeln der Tür wird automatisch nach einer bestimmten Zeit wieder zurück verriegelt. Auch das ist in der App im Türschlossantrieb selbst zu finden, nämlich hier im Bereich Auto-Relock. Lass uns auch ruhig mal kurz rein schauen. Im Moment ist der Auto-Relock inaktiv, das heißt, wenn die Tür entriegelt, bleibt sie dauerhaft entriegelt. Ja. Ihr könntet aber genauso auch sagen, nein, ich möchte jetzt Auto-Relock enabled haben. Und zwar soll nach einer Zeit von 10 Minuten nach dem Entriegeln die Tür wieder verriegelt werden. Das Ganze möchte ich aber vielleicht nicht den lieben langen Tag haben, sondern ich sag mal abends ab 23 Uhr bis 23.59 Uhr möchte ich es auf jeden Fall haben. Und jetzt müsst ihr aufpassen, man kann nicht von 23 Uhr bis 6 Uhr eingeben. Ihr müsst dann mit Plus noch einen zweiten Zeitraum erzeugen, der von 0 bis 6 Uhr dann beispielsweise. Immer tageweise programmiert. Genau, richtig, ja. Genau. Das ist so ein kleiner Kniff, den muss man einmal erkennen. Ihr könnt nicht über den Tag hinweggehen mit einer Zeit, mit einem Zeitraum. Ihr müsst das einmal dann bis 23.59 und dann wieder von 0 bis 6 Uhr. Ja. So, und jetzt würde Folgendes passieren, wenn Thorsten zum Beispiel die Tür entriegeln würde, montags entriegeln würde, zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens, würde 10 Minuten später automatisch die Tür wieder verriegelt werden. Ja. Schon ganz nett, ne? Spannend. Ja. Verpasse ich auf jeden Fall nicht mehr oder vergesse ich zumindest nicht mehr das Verriegeln der Tür. So, jetzt haben wir eine Funktion, Thorsten. Da müsste ich dich mal bitten, könntest du mal zum Fensterkontakt rüberladen? Ich glaube nicht. Ja, den habe ich dann nämlich noch in unserem Fundus liegen gelassen. Den müssen wir mal anlernen. Denn die nächste Funktion, die wir euch gerne zeigen würden, ist das gesicherte Verriegeln. Gesichertes Verriegeln. Dafür müsst ihr einfach nur Folgendes machen. Ein Fensterkontakt anleeren. Machen wir das erstmal. Ist ja schnell gemacht. Genau. Also Gerät anleeren, Anlerntaste drücken, Gerät einmal öffnen. Also den würdet ihr an eurer Haustür dann natürlich installieren. Nicht irgendwo am Fenster, sondern der wäre jetzt für die Haustür. A2E2. So.
da einen kleinen Moment Geduld haben, bis das Gerät wieder sich registriert hat. Ach Gott, sieht man gar nicht. So, jetzt aber. Es kam auch kurz die Frage, ob wir langen und kurzen Tastendruck unterscheiden können, während Holger da am Anlernen ist. Das geht aktuell nicht. Sagen wir es mal so, es werden in Gruppen häufig der lange Tastendruck schon vordefiniert. Genau, aber als User hat man keinen Einfluss darauf. Das ist halt der große Unterschied im Endeffekt von der Cloud zur CCU-Welt. Die CCU-Welt bietet halt eben diese Möglichkeiten, da unterschiedliche Dinge zu tun. Ja. Und hier ist es halt etwas eingeschränkt. Um euch ein Beispiel zu nennen. Wenn ihr zum Beispiel ein Kanalpaar verknüpft mit einem Rollladen, dann wäre der kurze Tastendruck in einer Gruppe vollautomatisch vollständig öffnen, vollständig schließen. Genau. Der lange Tastendruck hingegen würde, solange ihr auf der Taste bleibt, den Rollladen fahren und sobald ihr sie loslasst, den Rollladen stoppen. Damit könnt ihr Positionen quasi ansteuern. Das lässt sich aber nicht verändern. Das ist dann fest in dieser Gruppe so definiert. In der CCU sehe es dann ein bisschen anders aus. Das ist richtig. Da könnte man das dann selbstständig konfigurieren, was da genau passiert. Genau. Ja, klasse. Okay. So, Fensterkontakt habe ich jetzt hier einfach mal dem Flur zugewiesen. Fenstertürkontakt, ich lasse den Namen, ne? Da brauchen wir uns heute, glaube ich, nicht drüber streiten. So, und dann können wir hier zwei Funktionen auswählen. Wollen wir ihn für Heizung nutzen? Wollen wir ihn für Sicherheit nutzen? Wollen wir ihn für beides nutzen? Spielt jetzt in diesem Fall keine Rolle. Also weiter geklickt. Denn das gesicherte Verriegeln ist völlig unabhängig davon, auch hier einmal die Config-Taste drücken, ist übrigens auch neu mit der App, mit der neuen App-Version dazugekommen, ne? Dass dieser Hinweis kommt, immer einmal die Config-Taste zu drücken. Genau. Wir gehen wieder in die Geräteübersicht, in den Türschlossantrieb und dann findet ihr hier den Punkt gesichertes Verriegeln. Und da können wir quasi jetzt sagen, dass ein Türkontakt genutzt wird, um ihn zu prüfen, ob die Tür geschlossen ist oder aber auch nicht geschlossen ist. Und dann gibt es für euch eine Push-Nachricht in der App, wo drin steht, gesichertes Verriegeln. Ich weiß ganz die Meldung noch genau. Nee, aber prüfen Sie den Türstatus oder irgendwie sowas im Detail. Genau. Kann ich es jetzt auch nicht sprechen. Zitieren kann ich es nicht. Ja? Aber da gäbe es dann die Möglichkeit, halt sich informieren zu lassen. Genau. Ja, und dann sind wir auch schon fast am letzten Punkt angekommen. Nämlich Türklingeleinbindung. Passt auch ganz gut mit der Zeit. Klingeling kommt jetzt. Ja, wie gehen wir da vor? Wir wollten gerne zunächst einmal mit euch, Schließzeitpunkte nicht, da wollte ich nicht hin. So, wir wollten zunächst einmal mit euch einen Türklingeltaster anlernen. Wir haben ja zwei Stück hier heute mitgebracht, Türklingeltaster und halt diese Klingelsignalerkennung. Klingelsignalerkennung. Ja, wir lernen einfach den hier mal in der App an. Genau. Schau mal, was wir damit denn so erreichen können. Genau. Gerät anlernen. Ist ja ein Bausatz, ne? Ist ja bei ELV als Bausatz erhältlich. So, dann einmal die Anlern-Taste hinten drücken. Und die Seriennummer ist C085. Bestätigen. Da sind dann ja auch noch so Beschriftungszettel mit dem Lieferumfang dabei. Genau. Ne? Die habe ich jetzt hier nicht mit. Familie Mustermann haben wir rausgenommen. Ja? Nee, da liegt kein Mustermann dabei. Ne? Nee, sind Blankos. Blankos, sind selber beschriftet. So, dann müssen wir uns einen Raum auch wieder auswählen. Ja, das kann natürlich alles sein. Nehmen wir einfach Garten. Ja? Völlig egal. Völlig egal. Türklingeltaste. Würde ich jetzt nicht nehmen. Warum das denn nicht? Mach mal halt zurück. Jetzt habe ich schon gemacht, aber ist ja. Auch da nochmal, guck, wir haben uns nicht abgestimmt, ne? Ein bisschen schnell. Da war ich zu schnell. Pass auf, ich erzähle dir, ihr werdet das nachher noch merken. Dieser Name, bevor du das erklärst, zeige ich einmal schnell, wie man so einen anderen Vorgang wiederholt, ja? Ja, mach's doch mal. Wenn dann nämlich mal was schief geht, so wie bei mir jetzt anscheinend, ja, Thorsten hat da ja vielleicht einen kleinen Tipp. Ich hab da eine Idee. Dann geht einfach in die Geräteübersicht. Sucht euch das soeben angelernte Gerät, Türklingeltaster, genau. Und dann klickt ihr auf Zuordnung. So, und dann geht ihr nochmal durch diesen Anlernprozess durch. Sehr gut, genau. Empfehle ich eigentlich immer, wenn ihr mal irgendwas falsch gemacht habt beim Anlernen, Zuordnung. So, wie wolltest du das Gerät nennen? Familie Ahrens. Ach nein. Doch, bitte. Ja, möchtest du das? Jetzt bin ich gleich gespannt, Thorsten.
Also Thorsten ist so wirklich der Alexa-Experte. Ja, deswegen bin ich gespannt, was er vorhat. Familie Ahrens. So. Das ist ein super Name. Was wählen wir hier aus? Licht und Beschattung oder Zutritt für diese Klingeltaster? Das ist egal. Ist egal. Ja. Ich mache Licht und Beschattung. Licht und Beschattung. Ansonsten, wenn ihr Zutritt wählt, kriegt ihr im Ereignisprotokoll auch noch angezeigt, wann dieser Klingeltaster betätigt worden ist. Gut, nehmen wir beides. Fertig. Grundsätzlich, achso, einmal muss ich wieder die Config-Daten übertragen, Systemtaste drücken, alles gut. Grundsätzlich kann ja dieser Taster wie so ein Sechsfachwandtaster verwendet werden. Ja. Ne? Also das ist kein Unterschied letztendlich. Nein. Ihr könnt damit auch ein Licht schalten, ihr könnt alles Mögliche damit machen. Alarmalage schaffen. Rollos fahren, völlig egal. Ne? Das ist ein ganz normaler Taster, einfach hier im System. Gut, so. Wie geht's weiter, Thorsten? Das darfst du gerne mal übernehmen. Ja, wir brauchen jetzt natürlich noch die Alexa-Kopplung. Und da, wir haben ja so viele schöne Neuheiten in der App, ist auch was Neues. Nämlich, wir haben die Alexa-Kopplung im Endeffekt vereinfacht. Also die Alexa-Kopplung musste man vorher immer einen Token erzeugen, diesen Token in der Alexa-App eintragen und so weiter und so fort. Durchaus nicht so ganz trivial. Und das ist jetzt etwas einfacher gemacht. Ja, ich will mal gucken, weil wir haben die gar nicht ausprobiert, ne, ob sie überhaupt reagiert. Alexa? Alexa? Welcher Tag ist heute? Heute ist Mittwoch, der 27. Funktioniert. April. Dankeschön. Mittwoch, der 27. April. Ich mache euch mal die volle Lautstärke. Ich glaube, dann kriegt ihr das mit. Gut, also Alexa-Kopplung geht ja jetzt ein bisschen anders. Genau. Ne? Viel einfacher. Was machen wir? Wir gehen auf unten auf die Kopplung. Sprachsteuerung und Zusatzdienste. So heißt es. Ja. Dann Alexa. Ihr seht, man kann ein paar mehr Kopplungen durchführen. Genau. Und dann nehmen wir, ich kann es nicht ganz lesen, ich glaube, es ist der einfache Modus heißt es. Es gibt jetzt zwei Varianten. Ne? Genau, es die alte und die neue. Den automatisches Verfahren und das manuelle Verfahren. Genau. Ja, bei manuellen musste man immer noch so einen sechsstelligen Code eingeben. Genau. Ja, das ist jetzt ein bisschen angenehmer geworden. Absolut. Nehmen wir das automatische Verfahren. So ist es. So, okay, habe ich. Dann sagt er mir auch schon, bitte mit der Alexa-App koppeln. Genau, die habt ihr ja dann auf eurem Smartphone drauf, also Holger jetzt auch hier eingerichtet. Da läuft sein Konto im Endeffekt. Er öffnet kurz die Alexa-App, macht da so ein paar Schritte. Dann erlaubt ihr jetzt kurz die Verknüpfung. Verknüpfen, habe ich getan. Das sieht doch schon super aus. Schon sagt er mir, da ist ein neuer Klient hinzugekommen. Genau. Das geht jetzt richtig zügig, ne? Das ist jetzt richtig krass. Das ist echt angenehm geworden. Genau, und jetzt brauchen wir eigentlich nur sagen, Alexa, suche Smart Home Geräte. Gerätesuche wird gestartet. Dies kann einen Moment dauern. Schalte deine neuen Geräte jetzt ein und rufe gegebenenfalls den Kopplungsmodus auf. Wir können aber ja zwischenzeitlich schon mal in die Amazon Alexa App mal reingehen, oder? Da können wir schon reingehen. Die Geräte sind gleich auch drin. Das dauert nicht wirklich lange. Ah, dann also wir können sie noch diesen ganz kleinen Moment laufen lassen. Ah, warten wir einen kleinen Moment. Und das ist jetzt nämlich gleich wichtig, dass wir dem Klingeltaster eine Funktion geben. Auch da muss man einmal sagen, hallo lieber Klingeltaster, du bist nicht nur ein Taster, sondern du bist ein Klingeltaster. Und das machen wir jetzt gleich hier, wenn die Gerätesuche abgeschlossen ist, dass wir das noch mit euch durchführen werden. Im Endeffekt bei Google ist das genauso. Also ihr könntet ich konnte keine neuen Smart Home Geräte finden. Hat er gerade schon du kannst es erneut versuchen oder, falls du Hilfe beim Verbinden benötigst, tippe auf Hilfe im Gerätebereich der Alexa App. Wenn ich jetzt hier drauf tippe, dürfte ja nichts passieren. Ne? Auf die Tür. Okay. Nein. So. Da passiert gar nichts. Also jetzt müssen wir im Endeffekt in die Alexa App. Doch, da müsste was passieren. Eigentlich im Ereignisprotokoll müsste ich es doch sehen. Das ist, habe ich doch. Oh, hier Sicherheit, unbefugter Code, Fingerprint und, ja. Also da Klingeltaster betätigt, Familie Ahrens um 18.20 Uhr. Wunderbar. Wunderbar. Haben wir ja auch angeklickt. Okay. So, jetzt möchte Holger bitte mal in die Alexa-App reingehen und dort in die Geräteübersicht. Wir machen es jetzt nur auf die einfache Variante. Wir gehen jetzt hier nicht nochmal auf Routinen ein. Wir haben schon mal ein Seminar gemacht mit Routinen. Ja, ja. Also da schaut gerne mal in unser Alexa-Seminar rein. Da haben wir uns schon mal zum Thema Routinen sehr tief ausgetauscht. Und hier gehen wir jetzt mal auf alle Geräte. Alle Geräte. Und da müsste jetzt auch schon Das sind ja unsere ganzen Geräte, die wir gerade angelernt haben. Unsere ganzen Geräte. Soll ich mal so für dich halten? So sind da drin. Familie Ahrens ist da. Dann haben wir auch Familie Ahrens. Da darf Holger mal draufklicken, auf die Familie Ahrens. Und der Familie Ahrens muss man jetzt sagen, dass es eine Klingel ist. Also das heißt,
Das haben wir dann hier. Türklingel, Betätigung, Ankündigung. Genau, das aktiviert Holger einfach da mal kurz. Danke. Und was jetzt dann noch ganz spannend ist, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter scrollen, hätten jetzt mehrere Alexas, wenn man nur eine dran hat, sieht man das wahrscheinlich gar nicht. Nee, genau. Man kann dann nämlich auch mehrere Alexas hier auswählen. Hier steht das, Geräte für Ankündigung. Geräte für Ankündigung. Ja, da, oben, ja, oben, da ganz genau. Oben. Da Geräte für Ankündigung könnt ihr halt auswählen, wenn ihr, wie ich, in fast jedem Raum eine Alexa habt, könnt ihr dann auch sagen, bei dem und dem und dem und dem Raum soll es dann klingeln. Weil vielleicht macht das ja Sinn, eure Kinder haben auch eine Alexa, ja, aber ihr wollt ja, dass es abends, wenn es klingelt, vielleicht nicht, dass da unbedingt die Hochkante im Bett steht. Genau, richtig. Das war's jetzt auch schon, wenn Holger jetzt da rausgeht. Wir könnten ja aber noch einen anderen Ton auswählen. Wir können aber noch einen Ton auswählen. Pager zum Beispiel auswählen, Muster, Sonar, traditionell. Oh, okay. Hier, da ist hier Jingle Bells. Jingle Bells, passt super. Ja, es ja. Ist, Weihnachtselfen, ja, ist auch schön. Wunderbar. Dann hakt das doch mal an, Holger, und geh mal raus. So, okay, das heißt, rausgehen jetzt einfach einmal. Die App. Hast du gespeichert? Ja. Ich gehe da doch von aus, oder? Ich kann, zurück, ja. Soll ich noch einmal zurückgehen? Ich sage, der Thorsten ist der Alexa. So, jetzt, und jetzt nehmen wir mal den Taster und drücken. Also wird was Kürzes gehen sollen. Weißt du? Familie Ahrens hat einen Besucher. Und jetzt habt ihr was gemerkt. Familie Ahrens hat einen Besucher. Da kommt nämlich der Name wieder raus. Und wenn ihr den richtigen Namen gleich in der App hinterlegt, dann werdet ihr hier auch schön mit Familie Ahrens hat einen Besucher. Sonst hättet ihr gehört, Türklingeltaster hat einen Besucher. Und ja, dann ist auch schön, dass der Türklingeltaster da begrüßt wird. Ja, vielleicht eine Batterie. Ist zu Besuch. Das ist, ja, das also ist das cool, zu dem ne? Thema. Das ist super schnell cool. Eingebunden und hier, wie gesagt, ihr könnt das Produkt dann auch in Routinen nutzen und da sind dann auch wieder der Kreativität. Dann lass mich noch eine Sache vielleicht zum Abschluss bringen, weil wir sind fast durch mit unserem Seminar. Gerne. Wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, den Türklingeltaster jetzt in Alexa zu verwenden. Wir können den ja auch ganz geschickt mal in eine Automatisierungsregel einbinden. Können wir tun. Ja, denn was könnte ganz interessant sein? Push-Benachrichtigung. Genau. Und da würde ich jetzt eine Automatisierung bauen. Richtig. Plus, nennen wir einfach mal Klingel. Und der Auslöser wäre dann in diesem Fall der Türklingeltaster. Der müsste unter Tastendruck kurz zu finden sein, vermute ich. Familie Ahrens im Garten. Sehr gut. Ein Traum. Ein Traum. Ja. Zusatzbedingungen haben wir keine. Soll immer passieren. Genau. Aktion lautet dann Push-Mitteilung. Und zwar die Systemfunktion Automatisierung. Fertig. Bedenkt bitte bei diesen Push-Nachrichten, es wird der Name der Automatisierungsregel übertragen. Genau. Können wir uns jetzt mal schnell anschauen. Und ihr dürft nur eine bestimmte Anzahl an Automatisierungen am Tag senden. Also wenn bei euch am Tag 20 Mal geklingelt wird, dann wird das leider nicht funktionieren, weil dann gehen euch die Nachrichten aus. Ja, dann geht es am nächsten Tag erst weiter. Genau. Gut, kommt der Jingle gleich wieder, ne? Boah. Beides, jetzt kommt eine Push-Nachricht und Jingle. Wunderschön. Ja. Ganz toll. Aber wenn das schließt, dann ist es auch nicht so wahr. Familie Ahrens hat einen Besucher. Das ist wirklich cool, Thorsten. Ja, ist wirklich cool. Ja, und ihr seht zusätzlich die Push-Nachricht gekommen in der App. Ja, ist natürlich schon echt eine tolle Sache. Ne? Egal, wo ich bin, kriege ich gleich eine Nachricht. Hat an der Tür geklingelt. Genau. Und ja, wenn ich dann vielleicht noch eine Sprechstelle hätte, dann könnte ich jetzt dem Postboten sagen, gib mal Code XXX ein und dann öffnet sich das Garagentor auf Lüftungsposition und du schiebst da deine Pakete drunter. So ist es. Ja, im Grunde genommen, das war es. Wir haben fast eine Punktlandung gemacht. Ja. Wir sind minimal drüber. Ja, herzliche Einladung, wer gleich nochmal Lust hat, uns anderthalb Stunden zu genießen. Gleich geht es mit CCU weiter. Man kann sich noch spontan anmelden, bekommt dann noch schnell einen Link geschickt und dann geht's weiter. Und ansonsten bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben. Die Aufzeichnung in wenigen Tagen dann online bei uns.
Holger einfach mal ein kurzes Zwischendanke, ne, weil wir sind noch nicht ganz durch. Sonst verabschiede ich mich auch mal bei Holger. Einen langen Abend, ne? Ja, aber ansonsten schaut gerne wieder rein. Wir würden uns auch mal freuen über Feedback, auch gerne mal an technik@elv.com, wer da Lust hat, uns mal ein paar Zeilen zu schreiben, was ihr euch vielleicht auch mal wünscht, was euch gefallen hat, vielleicht auch mal, wenn euch was nicht gefallen hat. Noch einfacher bei YouTube. Einfach in die Kommentare rein. Ne? Also wenn ihr Lust hat, sich auch mal für ein neues Seminar, und da findet ihr auch unsere ganzen anderen Seminare, die Holger und ich schon gemacht haben. Wir haben noch ein paar Ideen für dieses Jahr, lasst euch überraschen. Wir werden die über unsere Newsletter natürlich, über zum Beispiel Facebook-Gruppen auch ankündigen, und ansonsten sage ich von ELV. Danke, dass ihr da wart, und tschüss, euer Thorsten. Ja, auch von mir. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. ELV. Kompetent in Elektronik.